Nochmal, Sie können machen, was Sie wollen. Rauchen Sie Hanf oder machen Sie daraus Schuhe. Uns egal, das ist Ihre Sache. Doch dann bezahlen Sie das bitte schön alles auch selbst. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, endlich vegane und CO2-freie Kondome aus nachwachsendem Rohstoff, geliefert in einem Karton aus Graspapier. Darauf hat die Welt gewartet. Doch, liebe grüne CDU, dafür brauchen wir Ihren Antrag nicht. Wer Bio kaufen will, kauft Bio. Jeder Bürger soll frei entscheiden. Die Menschen, die das nötige Kleingeld haben, kaufen sich Schuhe aus Hanf, Papier aus Gras oder einen Burger ohne Fleisch. Die Menschen sollen das alles bitte schön machen. Aber eins, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht auch noch diesen Menschen ihre Bioträumereien finanzieren müssen. Denn wir haben wahrlich größere Probleme in Deutschland. Kaputte Brücken, kein Wohnraum und in den Schulen müssen häufig genug Eltern die Klassenräume selbst streichen. Und Ihre Ideen sind ja auch nicht neu. Sie tun fast so, als wenn noch nie jemand auf der Welt Papier aus Pflanzenresten hergestellt hätte. Wissen Sie, Millionen Deutsche haben sowas sogar zu Hause. Praktisch jeder, der mal Ägypten besucht hat, hat ein schön bemaltes Papyrus mitgebracht. Die Papyruspflanze gehört zur Gattung der Riedgräser. Daraus haben die Ägypter nicht nur Papier, sondern auch Körbe, Matten, Sandalen und sogar Boote gemacht. Und mit Ihrem Antrag wollen Sie zurück in diese Zeit, zurück zu den Pharaonen. Dazu haben Sie die Modellfabrik Papier ausgerufen, die aus Fasern von Pflanzen nun Papier machen soll. Nochmal, Sie können machen, was Sie wollen. Rauchen Sie Hanf oder machen Sie daraus Schuhe. Uns egal, das ist Ihre Sache. Doch dann bezahlen Sie das bitte schön alles auch selbst. Und lassen Sie Ihre Finger aus den Geldbörsen unserer hart arbeitenden Bevölkerung, die gar keine Zeit hat, sich über solche Ökoträumereien aus den Zeiten Jesu Christi Gedanken zu machen. Diese hart arbeitende Bevölkerung, sei es die Krankenschwester, sei es die Erzieherin oder auch der Schichtarbeiter, die kann, die will auch ihre Ökoträumereien nicht mehr bezahlen. Denn diese Menschen müssen aktuell bei jedem Einkauf im Supermarkt entscheiden, was sie sich noch leisten können. Wir brauchen wahrlich keine neuen Netzwerke, keine neuen Subventionsmaschinen. Nein, der richtige Schritt wäre vielmehr, das Geld aus all ihren Ökoträumereien abzuziehen und lieber Politik für den Bürger zu machen. Es reicht auch schon, dass Sie den Staat dazu missbrauchen, um die Menschen zu zwingen, ihre bisherigen Ökoprodukte zu kaufen. Angefangen mit Ihrem sogenannten Biosprit. Bereits jetzt werden weltweit Regenwälder abgeholzt, damit dort Plantagen für die Gewinnung von Palmöl für den Biodiesel entstehen. Und in den USA und Deutschland wird inzwischen statt Weizen nun Mais angebaut, um diesen dann im Tank als E10 zu verbrennen. Das ist keine Bioökonomie, meine Damen und Herren, das ist schlicht Bioschwindel. Und im Grunde haben Sie das ja auch selbst schon erkannt. Sie schreiben in Ihrem Antrag von Nutzungskonkurrenzen bei der Verwendung der Flächen. Sie brauchen immer mehr und mehr und mehr Äcker, um dort Ihre sogenannten Biopflanzen anzubauen. Gleichzeitig wollen Sie auf kilometerweiten Flächen Photovoltaikanlagen herrichten. Flächen, Äcker, die dann nicht mehr für den Nahrungsmittelanbau zur Verfügung stehen. Genau das ist angesichts der durch den Ukraine-Krieg entstandenen Nahrungsmittelknappheit eine Politik gegen die Ärmsten der Ärmsten auf der Welt. Denn immer noch stirbt alle 10 Sekunden ein Kind an Hunger. Aber Ihre Politik ist ja nicht nur für die Menschen ein Problem. In den Quadratkilometer großen Maiswüsten finden auch die Bienen keine Nahrung mehr. Aber Sie machen ja auch nicht bei den Äckern Halt. Denn unsere jungen Wälder wollen Sie vermehrt für die Windindustrieanlagen opfern. Damit verscherbeln Sie nicht nur die Flächen Deutschlands an die Energiewende-Lobby, nein, Sie zerstören auch den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, die sich immer mehr durch diese inzwischen bis zu 350 Meter hohen Anlagen bedrängt fühlt. Im Sinne unserer Bürger lehnen wir Ihren Antrag deshalb ab und kämpfen weiter für Freiheit, Wohlstand und Vernunft. Vielen Dank. Thank you.